Es ist die letzte Partie an diesem heutigen Donnerstag und die USA trifft als krasser Favorit auf die Auswahl der Franzosen in dieser Gruppe B zum Abendspiel bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft. US-Amerikaner in den weißen Jerseys im ersten Durchgang von rechts nach links. Frankreich hier über Ovitu von links nach rechts. Zum 16. Mal steht man sich bereits gegenüber. Boah, und hier wird schon richtig eng und Pierre Belmar, der trifft tatsächlich zum 1:0 für die Franzosen. Blitzstart. Und wenn nicht Pierre-Edouard Belmar, wer soll es denn dann machen? Der 39-jährige Franzose. Seit dieser Saison in Diensten bei den Seattle Kraken, kam von den Tampa Bay Lightning in der NHL seit 2014. Vertrag lief diese Saison aus. Mit 39 Jahren ist natürlich fraglich, wohin die Reise für ihn geht. Aber hier ist es auf jeden Fall ein Blitzstart für diese französische Mannschaft. Und das, obwohl die US-Amerikaner haushoher Favorit sind. Ich habe es gerade gesagt, 13 Siege USA, nur ein Sieg für die Franzosen gab es bislang bei dem Aufeinandertreffen und ein Unentschieden. Und bei der WM letztes Jahr gab es ein ungefährdetes 9:0 für die US-Boys, die hier auch gleich die passende Antwort finden. Und das macht Zach Werenski, der da direkt mal den Treffer erzielt. Und mit der Nummer 8, der eigentlich in Diensten der Columbus Blue Jackets ist. Das auch schon seit 2016. In dieser Saison hat er 70 Partien absolviert. Wurde auch damals 2015 im Draft an Position 8 von den Columbus Blue Jackets entsprechend gezogen. Hat noch einen Bruder, der ebenfalls mal Eishockey gespielt hat, da nicht nennenswert. 2014 hat Brad Werenski die Schlittschuhe an den Nagel gehängt. 2 Jahre älter als Zach Werenski hier heute in den Trikots der Stars and Stripes. So, trotz alledem die Franzosen mit einem ordentlichen Beginn. Haben natürlich die US-Amerikaner erstmal ein bisschen unter Druck gesetzt. Die allerdings lassen sich das nicht anmerken und haben direkt die Antwort gefunden. Sanderson auf Leonard und Kachuk. Aber Seagrass. Boah, der legt noch mal nach hinten, aber das war auch toll durchgesetzt. Da zeigt sich die technische Stärke der US-Amerikaner. Und auch morgen warten auf uns wieder 4 spannende Partien. Großbritannien, Dänemark, Tschechien, Österreich in der Gruppe A. Und in der Gruppe B die deutsche Mannschaft gegen Kasachstan. Und am Abend, wie auch heute, die US-Amerikaner. Dann aber gegen den Aufsteiger, gegen die Mannschaft Polens. Hier wird dann möglicherweise in ein richtungsweisendes Wochenende gehen. Am Samstag ja 6 Partien. Könnte sich dann auch für Deutschland schon abzeichnen, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Aber noch sind wir nicht so weit. Noch wollen wir diese Spiele der WM natürlich auch genießen. Zwei 40 noch auf der Uhr. Spannende Partie. Erwartungsgemäß ist das hier aktuell nicht, sondern vielmehr die Franzosen aufmüpfig. Die Franzosen geben ordentlich Gas.
Und dann endet der erste Abschnitt tatsächlich mit einem Unentschieden und einer kämpferischen Leistung der französischen Nationalmannschaft. Ein Schuss hat ausgereicht für die Franzosen, um ja, diesen einen Treffer zu erzielen. Fédération Française de Hockey sur Glace. Der Verband der Franzosen. Und die höchste Niederlage eben jener Mannschaft rührt. Aus dem Jahr 1924 in Chamonix. Man unterlag mit 22:0. Nicht jenen Spielern, die heute auf dem Eis stehen, aber zumindest jenen, die damals ebenfalls das Trikot der US-Amerikaner trugen, nämlich Frankreich USA 0:22. Das wird heute nicht passieren, denn die USA, die tut sich hier aktuell schwer. Und wenn, dann ist auch noch immer der französische Torhüter zur Stelle, nämlich der Mann mit der 37 hier wieder, Sébastien Ilonen. Der 32-Jährige mit einem Save nach dem anderen. Petry of Kachuk. 8 Minuten runter im zweiten Drittel. Seagrass auf Caulfield. Der hat ein bisschen Raum, verteilt die Scheibe auf Kachuk. Der bleibt aber wieder an Ilonen hängen und dann rutscht ihm der Puck im zweiten Versuch trotzdem durch. Und die USA gehen durch Trevor Seagrass jetzt in Führung und haben damit, was sie haben wollten, das 2:1. Aber trotz alledem, man darf nicht vergessen, die Franzosen haben jetzt sehr lange mitgehalten. Wir haben die Hälfte der Partie vorbei und es steht jetzt nur 2:1 für die US-Amerikaner, bedeutet im Umkehrschluss, es kann hier noch unglaublich viel passieren, wie jetzt hier zum Beispiel die Chance durch Valentin Clairieux. Nur vereitelt durch Alex Lyon, den Mann der Detroit Red Wings. Und da rettet nur der Außenpfosten. Kachuk auf Seagrass. Und dann zurück auf Kachuk. Ilonen pariert. Locker kriegt die Scheibe nicht weg. Seagrass wieder sehr gefährlich. Wieder die Möglichkeit. Eine Minute 40 noch. Wenig Unterbrechung im Mittelabschnitt. Gibt ja auch nicht viel Nennenswertes zu sehen. Also die Franzosen, die gefallen mir eigentlich recht gut bis hierhin. Wenn man auch mal guckt, virtuell haben sie 3 Punkte. Das war solide. Gegen Polen 7:1 gewonnen. In Lettland 2:6, gegen Kasachstan 0:3. Das war ein bisschen bitter. Aber nichtsdestotrotz. Weiter, weiter. Jones auf Werenski. AC Moore. Und dann endet der Mittelabschnitt mit der 2:1-Führung für die Stars and Stripes. 20 Minuten noch heute Eishockey. Und dann müssen wir uns bis morgen verabschieden bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft. Und ich habe es ja in einem der vorherigen Videos gesagt, das ist also jetzt die 32. Partie, die jetzt läuft. Und das wiederum bedeutet, exakt die Hälfte aller anstehenden Spiele bei dieser WM
sind mit Ablauf der Partie gespielt. 64 sind es ja an der Zahl. Ja, und so schnell die WM beginnt, umso schneller endet sie auch. Das ist immer der einzige Wermutstropfen an der ganzen Sache. Und dann geht es ja bald los mit der Fußball-Europameisterschaft, der Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am 14. Juni. Also heute nicht mal mehr 4 Wochen. Freitagabend, 21 Uhr. Deutschland mit Schottland, Ungarn und der Schweiz in einer Gruppe. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch die Fußball-EM anschaut oder ob ihr sagt, nö, das interessiert mich gar nicht. Chakiachvili, Lochka, kein Abseits. Perry, warum nicht mal einfach einen Schuss aus zweiter Reihe nutzen? Chakiachvili. Strafe gegen die USA und das könnte doch noch mal tricky werden. Das könnte doch noch mal ja den Push geben für die Franzosen. Schauen wir mal. Gaillet. Und Jones. Scheibe nach draußen. Das ist jetzt ganz wichtig. Es sind zwar noch 16 Minuten zu spielen, aber der Ausgleich der Franzosen würde den US-Amerikanern natürlich sehr, sehr schmerzen. Aber Scheibenverlust. Hayes in doppelter Unterzahl scheitert er nur an Sebastian Ylönen. Und das hätte wirklich ein Ausrufezeichen mit sich gebracht, wenn die US-Amerikaner mit doppelter Unterzahl hier mit 3-1 in Führung gehen. Ich glaube, dann wäre die Moral der Franzosen endgültig dahin. Und so ist es aber weiterhin eine Zitterpartie. Die USA in wenigen Sekunden wieder komplett. Und dann sollte man versuchen, wieder etwas mehr nach vorne zu tun. Aber das eben manchmal leichter gesagt als getan. Nur Goudreau. Und die nächste Gelegenheit gehört den Franzosen. Die werden nochmal unglaublich aufmüpfig. Kesselring. 11 Minuten verbleiben. 11 Minuten, die hier tatsächlich nochmal Frankreich in Richtung Punktgewinn bringen könnten. Aber es ist einmal mehr Trevor Seagrass, der jetzt dann doch für genau die Situation sorgt. Es braucht nämlich die 2-Tore-Führung der USA. Oh no. Vielleicht geht da noch der Anschlusstreffer für Frankreich und das würde nochmal Druck in Richtung USA bringen und das ist es tatsächlich so. Das ist Kevin Bozon, der hier nochmal für den Anschluss sorgt.
Interessanterweise sein Bruder Timbo Zor ebenfalls mit im Aufgebot. Verfügt über die französische als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, denn er vor 30 Jahren in St. Louis auf die Welt gekommen. Vater Philippe Bozon. Auch der sollte den meisten ein Begriff sein, spielte 3 Jahre lang bei den Adler Mannheim zwischen 1996 und 1999, aber auch in der National Hockey League. Für die St. Louis Blues über 100 Mal aufs Eis gegangen. So schnell kann eine Partie wieder so knapp werden. Und die Franzosen, ich bleibe dabei, sind ein richtig harter Brocken. USA tut sich heute schwer. Vielleicht hat man diese französische Mannschaft unterschätzt. Vielleicht hat man zu viel erwartet, zu leichtsinnig reingegangen. Jetzt aber das 4:2 durch Johnny Boudreau. Trotz alledem, das ist schon wirklich wahnsinnig. Sehr, sehr schön. Und so endet dann jeden Augenblick ein wirklich toller Eishockey-Tag, ein wirklich spannender Eishockey-Tag. Spoldi auf Boudreau. Und jetzt wollen sie doch noch mal vielleicht den ein oder anderen Schuss da hinten raus pushen. Jones. Und Seagrass. Halbe Minute noch. Dann ist diese Partie durch. Und die US-Amerikaner sichern sich. Wichtige 3 Punkte. Trotzdem nochmal die Franzosen. Leeres Tor. Natürlich setzt man hier jetzt nochmal alles auf eine Karte. Man hat gemerkt, da kann vielleicht mit viel Glück doch noch was drin sein. Aber die US-Amerikaner jetzt mit dem 5:2. Und das sieht zumindest am Ende dann doch deutlicher aus, als es in diesem Spiel scheinte. Das muss man wirklich so sagen. Aber nichtsdestotrotz. Klasse gemacht. Und wieder erwarten. Gab es hier nichts, womit man nicht gerechnet hat. So, jetzt ist es durch. Die USA gewinnt mit 5:2 gegen die französische Nationalmannschaft. Wie gesagt, wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und dann bis morgen, neuer Tag der Eishockey-Weltmeisterschaft. Bis dahin, euer Bloody LP.